Hallo, mein Name ist Wilma und ich möchte dir heute zeigen, wie man Räder unter das Tier bekommt. Im letzten Video habe ich mich mit diesem Häschen beschäftigt, das heißt, wie die Löcher in den Tierkörper kommen, damit man die Achse durchziehen kann. Und heute wird es darum gehen, wie man den Körper gestaltet, wenn man es so handhaben möchte wie bei diesem Tier, nämlich indem man die Achsen drunter klemmt. Man hat Rillen, wo man die reinklebt. Der Kleber ist manchmal ein bisschen kritisch, dass man auch was findet, ohne dass die Räder wieder abfallen. Und da gibt es halt ein paar Punkte, die auch ein bisschen schwieriger sind, als wenn man einfach nur Rollen reinmacht. Aber es hat halt alles Vor- und Nachteile. Und das ist dann was jeder für sich sehen kann, welches ihm besser gefällt, was besser zu ihm passt. Ja, fangen wir an. Eine Halbkugel habe ich schon mal fertig, weil sind ja beide ganz gleich zu bearbeiten. Und die zweite, da zeige ich jetzt, wie ich es mache. Ich habe Gipsform, das ist das Einfachste. Die sind nicht besonders teuer und das geht wirklich gut damit. Wenn nicht, kann man auch eine Salatschüssel nehmen oder eine Dessertschüssel, die halt eine besonders runde Form hat. Ich rolle den Ton aus. Und drücke ihn in die Form. Und zwar so ein bisschen wie beim Nähen. Wir machen Abnäher rein, auf jede Seite ein, damit der Ton gut in die Halbschale passt. Den oberen Rand schneiden wir ab. Und das sieht man hier schon ganz schön. An den beiden Abnäherstellen ist er natürlich dick, aber sonst passt er sich schon ganz gut an. Und jetzt drücken wir den Ton, damit er überall ungefähr gleich breit ist, mit dem Daumen in der Halbschale oder in dem Halbkreis umher. Dabei ist wichtig zu schauen, dass man keine Luft einschließt. Wenn man Bedenken hat, er ist unten nicht stabil genug, dann nimmt man einfach noch ein Stück Ton und drückt es rein. Weil bis an den Boden zu kommen mit der Platte ist manchmal nicht so einfach. Und auch hier ist es wichtig zu schauen, keine Luft einzuschließen, aber das ist zulässig. Sozusagen, das macht kein Problem. Und schauen so ungefähr immer gleichmäßig. Das kann man natürlich jetzt ein bisschen ordentlicher machen. Ich sehe schon, hier oben ist ein bisschen zu wenig Ton, ist der Ton zu dünn. Dann mache ich einen kleinen Wulst und schiebe ihn dagegen. Bei mir immer so ein bisschen Guerillatöpfern. Jetzt können wir den oberen Rand mal abnehmen, um zu schauen, wo es noch braucht, dicker oder dünner. Und das sieht schon so aber ganz akkurat aus. Das ist jetzt nicht, man kann das noch viel, viel ordentlicher machen, aber vom Prinzip her haut es gut hin, wie man sieht. Jetzt föhnen wir den Rand zwischen der Gipsform und dem Ton. Das löst sich dann, der Ton trocknet so ein bisschen auf.
Und dann können wir es ganz problemlos auskippen. Perfekt. Jetzt haben wir eventuell sozusagen die Nähte, die man sieht. Die verarbeiten wir jetzt noch oder verfeinern wir, damit man sie halt nicht so sieht. Nehmen wir das mal ein bisschen ran. Schlicker habe ich hier auch. Ich habe auch ein Video, wie ich Schlicker herstelle und wie ich es aufbewahre, dass ich jedes Mal gleich loslegen kann. Es gibt so ein paar Tipps drumherum. Und nehmen uns ein Stück Ton, vermischen das ein bisschen mit dem Schlicker, dann hat es eine richtig gute Konsistenz. Um die Nähte hier zu schließen. Das ist das Problem, wenn man die Fingernägel nicht ganz, ganz kurz hat, dann bleibt man auch mal hängen. Und auch hier nach Möglichkeit, wenn es irgendwie sich machen lässt, keine Luft anschließen. So, der ist schon mal so ungefähr fertig, die eine Hälfte. Gucken wir zur anderen. Ich schiebe den Ton immer in der Naht hoch, damit wenn man jetzt Ton einfach von oben drauf drückt, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass man Luft anschließt. Das sind hier so nur Kleinigkeiten. Jetzt füllen wir die beiden Furchen ein. Ich habe hier zwei Grundhölzer, die ich mir zugeschnitten habe, und eine Halbschale setzen wir auf. Wenn es irgendwie geht, mit gleichem Abstand. Und den Abstand auch nicht zu klein wählen, weil sonst kommen nur ganz kleine Räder in Frage, und drücken das jetzt auf. Jetzt messen wir einmal nochmal nach. Sechseinhalb. Und hier haben wir 6. Das heißt, hier müssen wir noch einen Hauch auseinander. Perfekt. Und die drücken wir jetzt ein, so dass sie zum Liegen kommen, sozusagen, dass sie nicht mehr ohne weiteres wegrollen können. Und weil der Ton jetzt innen ein bisschen dünn wird, legen wir an den Stellen, wo wir runtergedrückt haben, den Ton auch nochmal ein bisschen nach. Dadurch wird die Form, oder dadurch bleibt die Form nicht super kugelförmig. Es wird dadurch ein bisschen eieriger sozusagen, aber es wird stabiler. Und wenn man eine ganz, ganz runde Form will, dann muss man halt die Achsen, das heißt die Furchen, so nah beieinander haben, die Rundhölzer so nah beieinander haben, dass es wirklich schwierig wird, Räder zu befestigen. Oder die überlappen sich dann und das sieht nicht so toll aus. So.
im Großen und Ganzen sieht es schon mal nicht so schlecht aus. Jetzt müssen wir das Oberteil aufsetzen. Man sieht jetzt hier schon sehr schön, es ist natürlich nicht mehr ganz, ganz rund und es bietet sich dann an, sich zu überlegen, ob man hier den Schwanz, also den Hintern hat und da den Kopf oder andersrum. Meistens muss man so ein bisschen schauen, der Kopf ist oft natürlich deutlich schwerer. Und so, wenn man nicht aufpasst, dann droht das Tier zu kippen, wenn es zu kopflastig wird. Jetzt bereiten wir es vor, damit das Schlicker auch gut sitzt. Andere Teil auch. Sagen, dass der Schlicker es gut verkleben kann. So, ein bisschen schauen, dass die Teile wirklich übereinander kommen. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, weil wir unten ja schon so ein bisschen aus der Form gebracht haben. Und mit ein bisschen Ziehen und Schieben geht es in der Regel immer. Das, was nicht so schön ist, wenn man sich dafür entscheidet, zwei Achsen unterzukleben, ist die Tatsache, dass man es halt nicht mehr gut in die Hand nehmen kann und rund klopfen kann oder drehen kann. Das habe ich am Anfang trotzdem versucht, aber die Vertiefungen verschieben sich dann sehr, sehr schnell. Und das ist wirklich unschön. Und da es meistens ja auch keine ganz, ganz runde Kugel braucht, einfach weil Fell drauf kommt, irgendwelche Effekte oder entsprechende Glasur, ist es aus meiner Sicht, also meine ganz, ganz unmaßgebliche Meinung, nicht ganz so wichtig, ob es ganz rund ist. Aber das ist halt auch was, wo jeder für sich überlegen muss, wie er es gern haben möchte. Und das heißt ja auch nicht, dass diese Methode die allerbeste ist. Jeder darf für sich gucken. Vielleicht findet er irgendwas, was viel, viel besser für ihn passt. Weil ich weiß auch, dass ich es nicht mache, also korrekt in dem Sinne, wie Keramiker das machen würden. Und ich mache es aber trotzdem so, weil es für mich gut passt.
So, der Tierkörper ist fertig. Jetzt geht es darum, wie man ihn weiter verarbeitet oder was man weiter damit macht. Sozusagen, ich nehme ihn mal runter, damit man sehen kann, wie es aussieht. Das ganze gute Stück. Ja, und jetzt ist gefragt, ob man ein Pferd, einen Hund oder ein Fantasietier draus bastelt. Von hinten und von vorn. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr das Video angeschaut habt und wir sehen uns im nächsten Video. Danke!